Und jetzt, Anno Penis. Heute der Tritt in die Erwartungseier. Staffelenden in amerikanischen TV-Serien. Spannung in wohldosierter Form ist eine schöne Sache. Egal, ob man ein Buch liest, einen Film sieht oder ein Videospiel spielt. Wen sie packt, den lässt sie nur schwer wieder los und ist genau deswegen so erfolgreich wie wichtig für jede Form von Unterhaltung. Die gemeinste Form der Spannung ist die unaufgelöste, die andauernde, der sogenannte Cliffhanger. An der spannendsten Stelle, an einem wichtigen Punkt der Handlung, eben dort, wo der Rezipient am meisten gereizt ist, wird eine Art unsichtbarer Pausenknopf betätigt, der bis zum Erscheinen des Nachfolgewerkes aktiviert bleibt und somit das Interesse wecken und die Nachfrage auf selbige sicherstellen soll. Die Auflösung ist dabei leider meist nur halb so interessant und gefühlt intensiv wie die Wartezeit. Vor allem in TV-Serien amerikanischer Machart, aber auch in dem mittäglichen Reality-Gedoku im deutschen TV werden Mini-Cliffhanger passend zu den Werbepausen gedreht und geschrieben, dazu benutzt, den Zuschauer schon kurz vor der Unterbrechung durch eine in Aussicht gestellte Auflösung an das eigene Produkt zu binden. Dies ergibt nicht nur dort, sondern auch am Ende einer jeweiligen Serienfolge Sinn, soll der Zuschauer doch auch das nächste Mal wieder einschalten. Ein Leckerli für den gut trainierten Konsumhund-Mensch. Anders lässt sich zumindest der Erfolg der Ideen wie auch schauspiellosen Daily Soaps nicht erklären. In den letzten Jahren zeichnet sich jedoch ein Trend in den Staaten ab, der sicher auch bei uns fester Bestandteil von Serienproduktionen werden wird und nachdenklich betrübt stimmt. Was am Ende einer jeden Folge so sicher ist wie der Abspann mit den Produktionsbeteiligten, wird auch am Ende einer jeden Staffel eingesetzt. Ein Cliffhanger, mit dessen Auflösung vor dem Vergehen eines halben Jahres Wartezeit nicht zu rechnen ist und damit einem äußerst bösartig aufstößt, weil der Eindruck entsteht, dass man etwas mit Absicht vorenthalten bekommt. Man stelle sich vor, in einem Buch wären die letzten 20 Seiten sichtbar herausgerissen worden oder ein Film mit einer angegebenen Lauflänge von 90 Minuten stellt immer in der 76. die Wiedergabe ein und der fehlende Inhalt würde erst im Nachfolgeprodukt als Auftakt präsentiert werden. Dies geschieht mittlerweile mit einer derartig inflationären Leichtigkeit, dass man das ungute Gefühl nicht los wird. Die US-Schreibgilde unterlässt es absichtlich, Geschichten für den Konsumenten zufriedenstellend abzuschließen und schielt beim Anfertigen der Skripte nur noch auf die möglichen Sponsorenverträge fürs nachfolgende Jahr. Von der 20-minütigen Comedy bis zur abendfüllenden Detektivserie cliffhangert sich somit alles Staffel für Staffel durch die Fernsehlandschaft, was gerade im quotenfürchtigen Amerika nicht selten dazu führt, dass Geschichten unerzählt im gefühlten Mittelteil abgebrochen liegen bleiben, da keine neuen Folgen mehr geordert werden. Der Gelackmeierte ist dabei der Konsument. Hat er doch vor allem eines geradezu verschwenderisch investiert: Lebenszeit. Der würde es ihm verdenken, sich angesichts dessen von so einem System abzuwenden. Denn mit dem Staffelende ist es wie mit Sex. Ein Orgasmus sollte schon drin sein. Nichts ist enttäuschender als ein vorzeitig abgebrochener Akt unter Aussichtstellung auf Wiederaufnahme beim nächsten Date. Eine Serie wird man auch in der Folgestaffel einschalten, weil man die Charaktere und ihre Charakterzüge mag. Man mehr von der Welt wissen möchte, in der sie handeln, oder ein übergeordnetes Ziel existiert, das die Motivation für die handelnden Personen liefert. Dafür braucht es keine Cliffhanger am Staffelfinale, sondern interessante Figuren und intelligente Erzählungen. Das weckt genauso Interesse und sicher die Zuschauerschaft wie ein brutaler Einschnitt kurz vor dem Ende. Ist nur aufwendiger und erfordert Talent, aber umso zufriedenstellender. Denn wer mag schon mit dem Gefühl leben, dass eine Geschichte mitten im Satz abgeschnitten wird, obwohl der Erzähler